Guten Morgen, liebe Freunde, und einen schönen Sonntag wünsche ich euch. Ja, Micha möchte heute hier ein bisschen Minecraft Yoshios Survival zocken. Und zwar, ja, also heute sehr unbestimmt, sage ich jetzt einfach mal, einfach drauf los. Wo ich gerade Bock drauf habe, das ist auch ganz schön mal, ohne dass man vorher genau weiß, was passiert. Das heißt, ob ich jetzt ein bisschen auf dem Feld rumrocke oder in die Lava jumpe oder mich von Mobs killen lasse, wie auch immer. Wir werden es erleben. Wenn ihr irgendwas sehen möchtet oder so, könnt ihr es mir natürlich auch gerne in den Chat schreiben. Das heißt, ich laufe am Gebäude vorbei, ihr sagt, was ist das? Zeig mal. Ne, dann haut rein. So, deswegen, wir gehen jetzt in-game und legen an der Stelle los, würde ich sagen. So, ich bin zurzeit in meiner kleinen Berghütte. Das heißt, es war ursprünglich mal ein Berg. Muss ich dazu sagen, weil man erkennt ihn nicht mehr als solchen. Inzwischen ist es eigentlich mehr ein, ja, wie sieht das jetzt aus? Ein Bauwerk. Ja. Also ursprünglich war das hier mal der Berg, auf den ich mich zurückgezogen habe, als ich angefangen habe mit dieser Welt. Und dann habe ich diese Hütte da drauf gebaut. Natürlich mit Bruchstein, erst mit Lehm, glaube ich, dann danach mit Bruchstein. Inzwischen habe ich es ein bisschen veredelt. Meine kleine Lieblingshütte hier. So, jo. Gehen wir einfach mal, wo wollte ich denn hin? Ach ja, genau. Ich werde mal rübergehen zu unserem Dorf. Ich mal eben gucken, dass ich mir nicht verlaufe. Lange nicht mehr so wirklich unterwegs gewesen hier oben. Hier geht's, glaube ich, lang, ne? Ja, genau. Einmal vor dem kleinen, vor der kleinen Burg lang. Hier komme ich gar nicht runter. Also da unten will ich hin. Genau genommen da hinten. Nehmen wir einfach mal spaßeshalber hier die Treppe. Ja, genau. Das sieht schon besser aus. Ja, was treibt euch denn heute Schönes um? Seid ihr noch nicht wach? Was ich natürlich sehr gut verstehen kann. Dann geht das mal hier runter. Ihr seht schon, was ich meine. Da hinten, ne? Auf meinem Haus. Da steht noch der Weihnachtsbaum. Der muss weg. Habe ich eine Schere mit? Nö. Doch, habe ich. Moment. Aus. So, jetzt. Da ist die Schere. Ich will natürlich das Laub auch nicht verschwenden, deswegen auf jeden Fall eine Schere. Immer besser hier. Ich glaube, es sind wieder viele auf Rams unterwegs und der Service von MC ist schon ziemlich wieder überlastet. So, ab ins Haus. Erstmal hier, ne? Guck mal, da. Weihnachtsbaum. Und der muss weg. Geht ja so nicht, ne? Erstmal entschmücken hier. Es geht definitiv schneller wie schmücken. Also,
Das muss noch weg. Das da. Das da. Und das da. Ach, da oben schwebt auch noch die Spitze, sehe ich gerade. So. Endlich ist hier wieder weihnachtsfreie Zone sozusagen. Und da noch einer. Ganz weihnachtsfreie Zone ist hier doch noch nicht, sehe ich. Muss ich auch mal irgendwann weg, ne? Kann ich immer nur schmücken, schmücken, schmücken? Alles so lassen. Da liegt noch ein Laub rum. Tropft durch die Decke. Warum? Ah, wegen meinem Badezimmer tropft es da. Attention, please. So. Nein. Ein Tännchen, please. Genau, so war das. Der weg. Und der weg. Hey, komm. Muss nur ein bisschen aufpassen, dass ich nicht mein Haus mit abbaue hier. So wie zum Beispiel da oben. Was ist denn da passiert? Wo wir gerade beim Haus abbauen sind. Besser. Yeshua zerlegt sein Haus. Yeah. Alles weg? Haus nur da? Sehr schön. Dann gehen wir mal ins Höher. Ich glaube, da stand auch noch was. Ich glaube, im Wohnzimmer habe ich noch einen Baum stehen. Im Wohnzimmer, Wohnzimmer. Da steht auch noch ein Bäumchen, das weg muss. Das wäre auch weg. Im Schlafzimmer hatte ich, glaube ich, keinen Baum reingestellt. Wofür auch? Kriegt man ja sowieso nicht mit, wenn man schläft, ne? Meine nicht. In meinem Schlafzimmer ist ein Baum. Dafür allerdings auf dem Dach. Fangen wir bei den Kleinen an. Machen die erstmal weg. Ah, hier kann ich ein bisschen. Ein bisschen unvorsichtiger zu Werke gehen. Außer beim Boden. Einmal. Da ist noch einer. Hätte ja eigentlich die Bäume auch stehen lassen können und hätte sie einfach nur abschmücken können, ne? Aber jetzt, ach komm mal, wir machen sie weg. Viel ist ja nicht mehr. Wenn nur noch der da. Dann der da hinten und der da vorne. Verwirrend, was sagt der Mann? So, und das haben wir aufgenommen. Da hinten ist auch noch einer. Den rubbeln wir auch noch weg hier. Ja, lasst doch mal hören. Wie habt ihr denn so euer Wochenende bis jetzt verbracht? Kommt's wieder. Saufen.
Nicht saufen. Nicht saufen, schreibt er. Okay. Na gut. Was denn dann? Ist klar. Als ob da nichts anderes ginge, ne? Lass mal hier den großen Baum auch noch wegmachen. Kannst du sagen, oh, der schöne Baum. Ja, der schöne Baum muss auch weg. Wir haben schließlich kein Weihnachten mehr. So. Ich den natürlich auch theoretisch stehen lassen könnte. Den Baum selbst meine ich. Und nur die Kugel machen könnte. Machen wir das so. Nehmen die Beleuchtung runter hier bei dem. Mich dann natürlich noch irgendwie hochkommen, ne? Aber wie? Oh, da habe ich einen zu viel gemacht. Da habe ich einen zu viel hingemacht, sehe ich gerade so. Jetzt kann ich auch wieder hier rumlaufen. So. Weiter geht's. Oben. Wann ist das hoch hier? Wir haben es ja gleich geschafft. Ist ja gleich erledigt. So. Der noch weg. Muss ich noch eine Etage höher und dann haben wir das auch schon. Genau, da oben noch. Mal hier oben die Dinger wegmachen. Runtergeschubst, sehr schön. Wow. Und muss ich das noch mal machen? Dieses Runterfallen sollte eigentlich nicht passieren. Denn der muss noch weg. Und der muss noch weg. Dann haben wir es. So. Baum entsch... Ja, fast. Die Spitze muss noch weg. Was ist jetzt passiert? Oh! Ist klar. Bei Followers. So, so. Und nicht mal was, wo ich drüber nachdenken würde. Entweder jemandem gefällt das, was ich hier mache, oder nicht. Ganz einfach. Wem es gefällt, der soll zuschauen. Und wer nicht, und ein Follow lassen. Und wer nicht, der nicht. Bei Followers.
Wenn du so 5000 Follower da stehen und trotzdem noch kein Zuschauer oder wie oder was? Blödsinn. Nee, nee, das lassen wir mal schick. Ich frage mich, wer auf sowas kommt. Und was das für einen Sinn hat. So, naja, gut. So, dann schauen wir mal. Das haben wir zumindest schon mal weggerubbelt. Und ich gehe mal ganz kurz darüber. So, und mach das mal weg. Tada. So, dann wollen mal. Abgebaut habe ich die Bäume jetzt hier. Jetzt, gehe ich mal wieder rüber zu meiner schnuckligen, beim schnuckligen Keep. Hier kann man sich wunderbar selbst grillen, wenn man will. Finde ich auch nicht schlecht, ne? Wenn man die noch ein bisschen verändern könnte, wenn man hier oben noch was drauf machen könnte, das wäre cool. Unheilvolles Banner. Prost, Kaffee. So. So, dann gehen wir mal ganz kurz hier rein. Ich sollte vielleicht mal wieder, was heißt, ich muss eigentlich nicht. Ich habe genug Fleisch im Moment zumindest. Damit das so bleibt, werde ich jetzt noch einmal Tiere füttern gehen. Hallo, ihr drei. Ich mag die. Sitzen da ganz gemütlich. So, da brauche ich mich nicht drum kümmern. Die legen von alleine. Aber hier. Oh, die muss ich dringend reparieren, die Schere. Moment. Einmal kurz den Bogen aus der Hand nehmen. Und schieße hier gleich wieder meine Kühe ab. Immer wenn ich, also ist klar, ne, das Bogen in der linken Hand. Und immer wenn die rechte Hand quasi auf, ja, auf keinen Widerstand stößt, also ins Leere klickt sozusagen, bin Pfeil abgeschossen. Deswegen ganz fix alles aus der Hand legen. Bogen und so. Jetzt kill ich wieder meine Kühe. Der Kuhkiller. So, Schweinchen. Ihr werdet auch gefüttert. Mit Karotten. Mal wieder ein bisschen vermehren hier. So. Die müssen auch keinen Hunger mehr leiden. Sehr schön.
Habe ich Glasflaschen mit, zufällig? Nö. Sonst hätte ich nämlich noch ein bisschen Honig mitnehmen können. Da ist Honig drin. Überall da ist Honig drin. Sehr schön. Glaube, ich werde noch ein paar Bienen irgendwo in entfernten Regionen sammeln müssen. Hier in der Nähe scheint nichts mehr zu sein. Weswegen der eine Bienenstock auch leer bleibt da vorne. Das ist eigentlich eine sehr gute Idee. Ich nehme einfach mal die Sachen mit. Das heißt, ich hole mir den Bienenstock vom Dach wieder. Den vollen. Weil ich hatte hier hinten ja einen drauf gebaut. Hatte ich vorne weggenommen und habe den hier hinten hingebaut. An die schöne Blumenwiese. Da ist er, der rechte. Es ist Nacht, das heißt, die Bienen sind zu Hause. Das bedeutet, ich nehme jetzt einfach mal diesen hier mit. Mit der Behutsamkeitshacke. Wichtig. Wo ist er? Da ist er. So. Da hinten ist was zum Töten. Bleiben. Hey, lass das. Mein Blumen raus. Doch gar nicht. Trefft ihr nicht. Jetzt. Unglaublich. So, schön aus meinem Blumenbeet raus. Dickes Vieh. So, dann gehen wir mal hier vorne wieder hin. Ich hätte ja mal den leeren Bienenstock von hier vorne mitnehmen können, ne? Also ich weiß gar nicht, ob der so leer ist. So, Behutsamkeitshacke. Zack, einmal der weg. Ey, lass das. Komm. Put, put. Rein. So, und dann bauen wir den anderen, den vollen, baue ich jetzt wieder hier neben. So, und den anderen baue ich dann da hinten hin. Ne? Jetzt holen wir erstmal Honig ab. Irgendwas ist hier komisch. Egal. Wir gehen einfach mal wieder hinten und bauen das wieder dahin. So.
Das hätte ich ja eigentlich schon von vornherein machen können. Ne? So Honig habe ich jetzt. Heißt, den werde ich jetzt erstmal wieder. Ist drei davon werde ich erstmal wieder hier rein tun. Den nehme ich ja nur mit, weil er eben fähig ist, Gift zu heilen. Deswegen nehme ich den halt mit. So, was ich mal machen könnte, ich könnte mal die Schere reparieren. Die Weise werde ich mal wieder was von dieser Wahnsinns, von diesem Wahnsinnserfahrungspaket, das ich hier habe, los. Apropos Erfahrungspaket. Schere, habe ich, müsste ich eigentlich noch hier drin haben, richtig? Irgendwo? Nö. Okay. Also braucht der Mann Eisen. Muss man eine gute Schere reparieren hier. Oh je. Das war aber auch mal mehr. So, dann kann ich auch gleich hier unten zum Crafting Table. Dann brauche ich nicht nach oben flitzen. Hier müsste ich. Hier habe ich keinen Amboss, ne? Und ich dachte, ich hätte hier das Werkzeug hier unten. Noch nicht. Amboss fehlt. Amboss und Richtblock. So, erstmal kurz Schere basteln. Das geht hier. Dann einmal hier drauf. Schere. Erfahrungskosten 5. So. So eine besondere Schere, ne? Behaltsamkeit und Behaltsamkeit. Okay, warte, noch einen Schluck Kaffee, dann geht das wieder. Weil da spricht mir in die Hand, ich sortiere später. Nein. So, Behutsamkeit natürlich und Haltbarkeit habe ich und Reparatur. So. Die sind da drauf. Behaltsamkeit. Lass uns doch mal kurz philosophieren, was das für eine Fähigkeit sein könnte. Fast eine Tugend darstellen. Behaltsam. Tja, witzig. So, jetzt brauche ich natürlich wieder ein. Jetzt habe ich natürlich keinen Block hier im Moment. Muss mal eben kurz für einen Block sorgen, den ich hier hinbauen kann, damit ich das über die Grube setzen kann hier. Das können wir wieder in die richtige Hand nehmen hier. Dann machen wir einmal den dahinter und einmal den davor. Und dann den wieder weg. Und die Blume wieder hin, verdammt. So. Ja, leere Bienenstöcke, ne? Warum soll es hier anders sein als in der Realität? So. Aber. Mein Garten, ne? Hier der. Das ist der Garten. Also der Nutzgarten hier, der ist schon nicht ohne. Da könnten wir mal wieder ein bisschen was ernten. Lass uns lieber erstmal zu den automatischen Farmen gehen. Bevor ich hier was wegmache. Einmal kurz schauen, ob die überhaupt noch aktiv sind. Also wenn sie nicht, ich sehe jetzt natürlich wahrscheinlich nicht den Moment, wenn sie, na doch, hier vorne, der ist schon sehr hoch gewachsen. Ach
so, ich sehe das gerade. Stimmt. Ich habe die oben, die Beobachter, habe ich nur auf die eine Seite gesetzt. Ich wunderte mich gerade schon, weil der ist maximal ausgewachsen, dass die Dinger nicht losgehen. Habe ich ganz vergessen. Die hatte ich ja nur auf die eine Seite gebaut. Wie das funktioniert, ist klar, ne? Die wachsen bis oben hin. So, wachsen vor die Beobachter und der Beobachter erkennt das, was davor ist, löst ein Signal aus und die Dinger werden hier unten gefällt. So, dann haben wir hier die automatische Kürbis- und Melonenfarm. Die funktioniert auch nach wie vor, sonst wäre das nämlich alles voll. Also voll gewachsen quasi, aber nicht abgeerntet. Ich mache das einmal pro Tageszyklus. Und hier könnte ich auch mal wieder, wenn wir dabei sind, wieder ein bisschen schnitzen. Das habe ich ja extra gemacht, damit ich mir die Kürbisse, die gewachsenen Kürbisse, direkt mit Gesichtern verschnitzen kann. Mit Pfeilen beschießen. Und dann einmal auf den Knopf drücken und weg damit ins Lager. So, den haben wir auch. Der macht das gleich alleine. Weil wir könnten ja mal wieder ein bisschen was so herstellen. Ich gehe mal kurz nach hier vorne. Mal hier noch eine. Einen kleinen Turbo mit Knochenmehl. Zweimal Knochenmehl hier rein und dann fängt das Ding nämlich an hier, also die automatische Bambusfarm fängt dann an hier richtig Gas zu geben. Aber nur die eine Seite halt. Na, hier vorne wird quasi zum Wachsen animiert mit dem Knochenmehl und dann geht das Ganze. Das Ganze abgefrühstückt, sage ich mal, abgebaut. Ich habe das ganz bewusst. Das heißt, ich lasse nur die eine Seite abbauen. Ich hatte ursprünglich mal die ganze Reihe geplant, dann aber festgestellt, um da eine automatische Zufuhr zu machen, brauche ich Unmengen an Knochenmehl war das. Unmengen an Knochenmehl im System und das bringt dann nicht viel. Das heißt, du hast dann da ganz, ganz viel Knochenmehl in den Trichtern liegen. Und die Effektivität ist genau die gleiche, als wenn ich nur einen Slot benutze. Ja. Damit ich das Ding ja nicht komplett umbauen muss, gehen halt die Stempel auf einer Seite komplett los. So, der produziert Knochenmehl. Sehr schön. Und ich werde zumindest mal ein bisschen. Der Seite werde ich einmal abbauen. Merkt ihr was? Ist am Laggen. Das ist immer so am Laggen, wenn dieses Ding da hinten läuft. Einmal abgebaut. Saatgut braucht er noch, ne? Saatgut. Meterwarze, nein, brauche ich nicht. Karotte brauche ich nicht. Kartoffel brauche ich nicht. Und hier habe ich im Angebot Weizenkörner. Die brauche ich. Davon brauche ich gleich mehrere, wie es aussieht. Mach das mal so, das passt. Man sieht ja hier die Weizenkörner, die am Feld geerntet wurden, schon wieder hier reinlaufen. Kürbiskerne, die müssen weg. Das wird sonst eine sehr, sehr
Ein sehr, sehr merkwürdiges Feld. Vor allem eins, das nicht so wirklich funktioniert mehr automatisch. Denn so einen Kürbis kannst du mit Wasser nicht abbauen. Lolo. Oh Mann, ist heute viel los, ey. Ist ja Wahnsinn. Schlaft ihr noch alle? Unglaublich. Okay. Ihr müsst nicht mit mir sprechen. Ihr dürft. So, dann machen wir hier noch eben. Einfein, so. Ja, das ist aber, hatte der Taraxin mal, wie hat er das mal so schön ausgedrückt? Ich benutze dich als Hörbuch. Was man ja so mit dem normalen Fernseher auch sehr oft macht, man macht irgendein Programm an, ne, und lässt das dann so laufen. Denke mal, so ist das auch hier hin und wieder. Mach's ja genauso. Ich bin, sitze hier auch nicht die ganze Zeit, also nicht die ganze Zeit gebannt davor, nicht mal irgendwo zuschaue, sondern ich bewege mich ja dann auch teilweise mal irgendwo durch die Hütte oder guck mal kurz noch was anderes oder so. Mal. Dann nehmen wir die Netherwarzen noch mit. Dann sollte ich sogar genug haben, um das Feld da hinten anzubauen, ohne dass ich noch einmal zum Saatgut nach vorne muss. Weil der Weg auch so weit ist. Danach werde ich mal schauen, ob ich vielleicht so ein bisschen Dorfangriff bekomme. Das heißt, ich werde einmal zu dem Dorf reisen, was da eigentlich permanent angegriffen wird. Da, wo wir die Dorfbewohner in den Häusern eingeschlossen haben, damit sie nicht getötet werden. Mit wir meine ich den Desi und mich. Wir hatten das mal ursprünglich mal so gemacht. Damit eben die armen Dorfbewohner da nicht abgeschlachtet werden. Denn da sie sind ja hier oft in dieser Welt nicht in der Lage, sich selber zu vermehren. Das muss man dann so ein bisschen forcieren. Deswegen brauche ich halt auch hier die Karotten und so. Da muss ich halt hingehen, muss denen das hinwerfen. Die nehmen das auf. Geraten in Laune, in Stimmung sozusagen. Und ja, können sich dann vermehren. So, das Feld ist wieder komplett. Und was ich hier so habe, könnte sogar reichen für das andere Feld. Schauen wir mal. Das könnte für hier reichen. Ja, Netherwarzen sind notwendiges Baumaterial. Ne? Einmal natürlich zu craften, logischerweise, und dann natürlich auch noch als Baumaterial für die roten Netherziegeln.
und allem, was damit zusammenhängt. So, nur schon mal vorweg. Ich möchte gleich, sofern das Wetter es mitmacht, möchte ich gleich den Community Day bei Pokémon Go ein bisschen ausnutzen. Heißt, wir werden hier den Minecraft-Stream so rechtzeitig schließen, dass ich noch wenigstens so, sage ich mal, Stunde, anderthalb den Community Day draußen verbringen kann. Und das bedeutet, ich muss wenigstens, Moment, ich lasse mich kurz überlegen, 14, 13. Spätestens um, sagen wir, 11:30 Uhr, 12 Uhr rum muss ich hier den Stream schließen. Sonst wird das ein bisschen knapp. Denn muss da noch ein bisschen vorbereiten halt. Und ich muss mich auch erstmal wieder zu dem Ort des Geschehens begeben, natürlich. Und deswegen ist das halt ein bisschen zeitaufwendiger wie nur die reine Streamzeit. So, dann werde ich mal das hier kurz wieder in die Truhe pfeffern. Das kommt alles weg. Auch. Ah, hier, die Schere muss ich noch wieder in ihre Truhe legen. Hier können wir auch mal einen Blick drauf werfen. Also laufen tut es auf jeden Fall, sonst wäre ja an der Stelle schon lange nichts mehr gekommen. Das heißt, das wäre sonst voll, wie ich das schon vorhin sagte. Naja, die Nacht vergeht und das wird auch vergehen sozusagen. Das passt schon. Hört die Loren, ne? Absolut. Absolut, man hört die Loren fahren. Das finde ich gut. Hier unten drunter fahren Loren von rechts nach links, damit ich hier damit die durch den kompletten Block gesaugt werden. Ich hatte ursprünglich nur in der Mitte, wo jetzt der Teppich liegt, einen Trichterweg. Hatte aber den Nachteil, dass rechts und links sich unheimlich viel angesammelt hat. Und das ist dann liegen geblieben. Das heißt, nur dadurch, dass wir jetzt die Loren unten drunter durchfahren, bleibt statt über einem Stack, bleiben vielleicht noch so drei, vier, fünf Stück liegen. Wie viel das wirklich ist, können wir ja mal gucken. Das würde mich mal interessieren. Also es war definitiv früher, also als die Loren da noch nicht fuhren, war es mehr als ein Stack, der da liegen geblieben ist. Wenn die hochgewachsen waren, bitte mich mal wieder hier nähren. Wechseln Sie. Hey, was ist hier passiert? Die andere Seite? Hier vorne? Ach so. Aha, So, so. Ich stelle gerade fest, dass da ein Fehler drin ist. Der erste vorne wird gar nicht abgebaut. Ich hatte hier an der Stelle, habe ich so eine Welle reingebaut. Und irgendwie fehlt da wohl
an einer Stelle muss ich noch mal gucken. Da fehlt auf jeden Fall was. Da fehlt auf jeden Fall Signal. Da kommt das Signal runter. Oh, Spinne. Eine Spinne. Ja, ist ja gut. Warte. Sehe nicht, was ich in der Hand habe. Ein Schwert. Da ist mein Schwert. So. Wo war ich stehen geblieben? Genau, ich wollte da oben reinschauen. Mal kurz die Laterne. So, da kann man gar nicht drauf hüpfen. Stimmt, da war was. Ich mach mal eben den Stein hier noch weg. Den noch. Und den noch. So, jetzt kann ich auch hier reinschauen. Finde den Fehler. Das war ursprünglich hier unten. Und deswegen geht das nicht mehr. Das Signal wird nicht mehr bis hinten hin weitergeleitet. Das ist aber blöd. Ich glaube, das könnte ich eventuell durch einen Trick. Kurz hier ein bisschen Platz machen für mich. Könnte ich das eventuell hinbekommen? Indem ich den nämlich um einen weiter nach vorne verschiebe, sozusagen. Auch mal weg. Dann nehme ich den raus. Moment. Den. Und den. Dann muss ich den einen verlängern. Weil da hinten fehlt mir genau am letzten. So. Jetzt baut er so, sehr schön. Mir fehlt genau am letzten Pisten hinten, fehlt mir nämlich das Signal. So, und jetzt muss ich hier einen. Also von da nach da macht er das, macht er die Signalübertragung nicht. Deswegen muss ich jetzt hier noch einen hinbauen. Und dann hier noch einen draufbauen. Da müsste es eigentlich gehen. Wieder. Verbindung ist da. Jetzt muss ich nur schauen, ob das auch wirklich geht oder nicht. Da darf ich was hinbauen, ne? Richtig. Da darf was hin, da. Dort darf was hin, da unten darf jetzt nichts hin, hier. Aber hier. So, dann schauen wir mal, ob das Signal jetzt ankommt. Machen, zumachen. Auch und da auch. Und der Prismarin hier rein. Noch eine Laterne. Da hin. So. Jetzt sollte der auch abgebaut werden, hoffe ich. Klar, wenn ich natürlich hier die Automatik in Betrieb setze, der kriegt ja sein Signal von hier vorne, von dem Anbau. Da reicht es dann natürlich, aber nicht beim automatischen Abbau. Da kommt das Signal aus der anderen Ecke und muss halt durch den Verstärker da vorne, den ich jetzt umgesetzt habe, verstärkt werden. Muss durch den Verstärker verstärkt werden. Das ist eine Logik, ja. Und ja, der wächst dann nach oben. Und ist oben geblieben. Bin gespannt. Der müsste jetzt theoretisch auch abgebaut werden. So lange kann es nicht dauern. Zum Glück wächst das Zeug wie Unkraut.
Plane. Ich glaube, das kann ich aber auch ein wenig beschleunigen. Reife mir mal ganz schnell ein wenig Knochenmehl. Warte mal, jetzt muss ich hier rein, ne? So, da hinein. Der wurde nicht abgebaut. Und von hier hole ich mir das Signal. Das heißt, den lasse ich jetzt wachsen. Einer noch. Ist nicht hoch genug gewachsen, okay. Mal schnell wieder raus. So, das heißt, der vor mir kriegt noch ein. Oh. Dinger kommen raus. Und der letzte ist auch abgebaut worden hier. Jetzt reicht das Signal wieder bis da hinten hin. Und trotz alledem, ich jetzt mittendrin gestanden habe, jetzt habe ich auch den Beweis, habe ich nur 14 Bambus aufgesammelt. Das heißt, die Loren, die unten fahren, sind sehr effektiv. Mal Pfeffer war das Knochenmehl auch noch hier rein. Lassen die automatische Farm noch ein bisschen arbeiten. Wenig, wie sagt man, ein wenig beschleunigt arbeiten. Jetzt habe ich einen anderen Fehler. Aber was denn für einen? Verstehe das nicht. Ich verstehe das gerade nicht. Wo lag denn jetzt das Problem? In der Ecke kommt das Signal hoch. Ist klar. Ich habe genau an der Ecke, wo das Signal nach oben läuft, sage ich mal, habe ich jetzt was drüber gebaut, oder? Wie oder was? Nein, zumindest so. Jetzt hat das wieder kaputt gemacht. Verdammt. Irgendwas ist immer. So, was heißt das jetzt für mich? Ich muss das wieder zurückbauen oder wie kriege ich denn dann das Signal trotzdem bis da hinten hin? Ja, eigentlich nicht, ne? Och, Moment. Da kriege ich das bis da hinten hin. Moment, 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 Moment. Haben wir sofort. Mal weg. Einmal das da weg. Das da. Das da. Das da. Das da. Und der da ist jetzt zu hoch.
Dieser Block kriegt von unten das Signal, okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier was hinbaue, kriege ich natürlich keine Verbindung zu dem da oben. Aber könnte theoretisch. Nee, kann ich nicht. Wie sagt man so schön im Staate Bayern? Schmeiß die Wand an. Das kann doch nicht wahr sein. Muss ich damit leben, dass der eine nicht wächst oder wie? Das will ich aber nicht. Ich mag das nicht. Ich will, dass der wächst. Mal ganz kurz schauen, wo die Pisten anfangen. Ob die hier anfangen? Wenn die nämlich hier anfangen, dann lass mal hier rein. Lass das. So. Also, Außenwand ist, wo das Grüne ist. Dann kommt die Führung von dem Redstone und dann kommt die Innenwand. Und dann kommt der erste Pisten. Das passt. Das heißt, ich werde da noch einen hinbauen. Okay, machen wir. Das heißt, ich baue hier auch noch einen hin. Hier muss noch ein Verstärker hin, dann passt das. Das heißt, der Verstärker hier kann bleiben. Dann muss ich noch einen Verstärker holen, nicht wahr? Hier, ein Redstone da, ein Redstone hier und dann noch da der Verstärker. Statt dem Redstone. Das passt dann. Ah, wie sagt man so schön? Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal ganz kurz mich unterstellen. Und kurz eine Doppel-P machen und auf dem Weg kann ich mir auch gleich eben fix einen neuen Kaffee holen. Das heißt, wir machen sofort weiter. In, sagen wir, 3 bis 5 Minuten bin ich wieder für euch da. Und für die, die das Video anschließend auf YouTube schauen, ihr kriegt die Fortsetzung am nächsten Tag. Genau. Das heißt, bis gleich, Leute.